Hallo. Gestern hat der Dresdner Stadtrat Dresden zum unsicheren Hafen erklärt. Das heißt also, den Beschluss vom letzten Jahr, dass Dresden ein sicherer Hafen ist, aufgehoben. Das ist ein einmaliger Vorgang. Ich bin darüber wütend. Ich bin darüber sehr, sehr traurig. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht, dass Dresden zusammen mit dem rechten Block im Stadtrat es geschafft hat, so eine unmenschliche Scheiße zu bauen. Mit abgestimmt dafür hat leider Kollege Max Aschenbach von Die Partei, Die Partei. Warum er das gemacht hat, ich werde dauernd gefragt, warum er das gemacht hat. Warum er das gemacht hat, das müsst ihr schon ihn selber fragen, denn er ist ja bei der Partei, ich bin Pirat. Ich kann euch aber sagen, dass die Piraten mit allem, was sie haben, mit allem, die jetzt bei der Kommunalwahl auf den Listen stehen, in unserem Wahlprogramm von vorne bis hinten, die letzten 10 Jahre, wir sind dafür, dass Dresden sicherer Hafen wieder wird. Wir werden kämpfen bis zum Umfallen. Und wir sind dafür, dass Dresden kein rechtes, dreckiges Loch sein wird. Und wir sind dafür und wir werden kämpfen bis zum Umfallen, dass wir ein menschliches Dresden, ein buntes Dresden, ein schönes Dresden, ja, sind und sein werden. Bis dahin, euer Martin.